Der Zerstörer Rezo datet heute 17 Frauen im Speed-Dating-Format und muss sich am Ende für eine dieser 17 Frauen entscheiden. Das ist Rezo vs. 17. Und damit würde ich sagen, meine lieben Freunde da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten. Seit wann hast du das? Das machst du nie. Das habe ich schon immer gemacht, weil ich auch eine Glatze habe, wie dieser eine Typ mit dieser Katze. Hi, ich bin Stine, ich bin aus Münster und ich wollte fragen, ob du mich genauso zerstören kannst wie die CDU. Oh! Ja! Yeah! Yeah! Im Bett! Das kann ich tun. Erzähl mir was von dir, woher kommst du? Ich komme aus Münster. Ach so, hast du gesagt. Oh, ja, Rezo! Wie alt bist du? Ich bin 20. Okay, dann muss ich den Zerstörungsgrad ein bisschen runterbrechen. Was machst du? Ich studiere Ernährungswissenschaften. Ah, Ökotrophologie ist das? Ökotrophologie, genau. Ökotrophologie. Ja. Ah, eines der random Worte, die so drin sind. Muss ich jetzt schon eine Entscheidung treffen? Sind die 20 Sekunden rum? Du bist weiter. Danke. Du bist toll. Klasse. Danke. Das war der Wahnsinn. Oh, er ist so nervös. Oh, ich meine, Nerven schaffen das nicht. Komm, Junge. Du schaffst das. Du hast es in dir, Digga. Hi, Rezo. Hi. Ich bin Eddie und wenn du mich zu deiner Babymama machst, dann darfst du meine Muttermilch probieren. Lass uns raus! Oh Gott, dass dieses Muttermilch-Ding mich nicht mehr loslässt. Das wird dich für immer verfolgen. Ich glaube auch, das war nur ein lustiger Spruch. Und ich habe das Gefühl, jetzt habe ich das Image von demjenigen, der Muttermilch trinken möchte. Ja. Willst du es mal probieren? Gerne. Ich finde sie wunderbar. Ich finde sie wundertoll. Du bist weiter. Yeah! Ja, natürlich ist sie weiter. Weil sie die Muttermilch gibt. Yay! Yeah! Aber das kann ich nicht immer machen, ne? Das heutige Video ist gesponsert von Viking Rise. Hast du jemals davon geträumt, ein legendärer Wikinger-Anführer zu sein wie Ragnar Lodbrok und als furchtloser Krieger andere Länder zu erobern? Denn dazu hast du jetzt die Chance in Viking Rise. Ein neues, aufregendes Strategiespiel, was in der Welt der Wikinger spielt. Ich möchte euch unbedingt von diesem geilen Spiel erzählen. Außerdem gibt es ein Giveaway-Event mit einer Belohnung. Also klickt unbedingt auf den Link in der Videobeschreibung, um das Spiel runterzuladen. Wisst ihr, was geil ist? In Viking Rise bekommst du Unterstützung von legendären Wikingern wie Ivor, Ragnar, Björn und kannst alle ihre verschiedenen Fähigkeiten nutzen und gleichzeitig etwas über ihre Hintergrundgeschichte erfahren. Was die Hintergrundgeschichte angeht, ist Ragnar auf jeden Fall mein absoluter Favorit. Der Typ ist super. Mir gefällt super gut, dass die realistischen Charaktere vom Artwork in die nordische Landschaft passen. Dazu kommt, dass es im Ambiente einen richtig nice Tag- und Nachtwechsel gibt, die Jahreszeiten sich ändern und jeder Wikingerheld seine eigene Geschichte erzählt und damit einen kleinen persönlichen Touch mit in das Game bringt. Weißt du, als Strategiespiel ist Viking Rise extrem spielerfreundlich und bietet sogar in AFK-Situationen verschiedenste Spielreize. Und trotzdem muss man in diesen AFK-Situationen ein bisschen nachdenken. Das ist nicht so wie bei anderen Games. Da brauchst du Hirn. Und wisst ihr, was gut ist? Beim Treffen in der Wildnis, dem Outdoor-Meeting, könnt ihr zum Beispiel gemeinsam langfristige Pläne schmieden. Tritt also auch du einem Stamm bei oder mach deinen eigenen Stamm auf, mir doch egal, und kämpf gemeinsam mit deinen Freunden oder auch alleine, wenn du keine Freunde hast, in spannenden Dungeon- und Boss-Battles. Klick also unten auf den Link in der Videobeschreibung und gewinn eine Nintendo Switch bei unserem neuen geilen Event. Der Top-1-Spieler in der Machtrangliste wird diese Nintendo Switch erhalten und alle Spieler werden nach Download das 200-Euro-Startpaket bekommen. Haben oder nicht haben, sage ich da immer. Valhalla ruft, werde zu einer der absoluten Ingame-Legenden und Brandschatz und Plünderer wie ein echter Wikinger. Und jetzt bitte zurück zum Video. Dankeschön. Ja. Hallo, ich bin Jay, ich bin 28 und ich würde gerne mal mit dir zur Thai-Massage und vegan essen gehen. Das klingt nach einem guten Date. Was machst du, sag mir? Ich weiß, es ist immer dieselbe Frage, ja, ich bin in der Medienbranche und ich bin auch Model. Sehe ich sofort. Ja. Was heißt in der Medienbranche? Social Media. Was heißt das? Ein bisschen Influencer. Also ich teile mein Leben. Dies, das, ja. Was man so macht. Genau. Ach Mann, Digga. Weißt du, was mein Problem ist? Ich stehe nicht auf Frauen. Ihr seid alle wundervoll und ich weiß nicht, mit welchem Grund ich jemanden rausschmeißen sollen würde. Dann kommst du weiter. Danke. Ich kann das nicht, Tobi. Ich kann das nicht. Ich schaff das nicht. Hallo? Hi. Ich bin Mareike, ich bin 25 und ich habe keinen Anmachspruch dabei, aber ich habe dir was gebastelt. Was? Zeig mal her. Du hast mir das gebastelt? Ein Schlüsselanhänger. Wie schön ist das denn? Was ist das auf dem Kopf? Das ist ein Smiley von deiner Cappy, deiner gelben Cappy. Ah, ich verstehe. Guck mal, kann man es sehen? Guck mal. Ach, wie schön. Die Safe-Kindergärtnerin. Ja. Ja, zieh mir schnell was von dir. Ja, ich bin Mareike, 25. Und du machst Basteln in der Freizeit? Ja, ich zeichne gerne. Ich mag Animes, Cosplay. Ich bin Erzieherin. Ja. Oh mein Gott. Yeah! Okay, ich glaube, ich muss dich rausboten, weil du keinen Anmachspruch hattest. Er hat sie rausgemacht. Weil sie keinen Anmachspruch hatte. Hallo. Hi. Erstmal, ich habe ein Geschenk für dich. Hä, hey, aber viele Geschenke. Ja, wenn du mich weiterlässt, erkläre ich dir das Geschenk. Übrigens, ich habe gehört, du isst gerne Sushi. Was ist denn so der beste Sushi-Laden in Köln oder Düsseldorf oder so?
Ich bin nicht in Köln oder Düsseldorf. In Aachen, ich wohne in Aachen, da kann ich nicht so Sushi lassen. Da habe ich eine Tante, vielleicht kannst du mir da mal so eine Adresse geben. Ja, ich weißt du? Kann dir eine Adresse geben, das kann ja. Ich machen. Aber ich esse auch sehr gerne Sushi. Wenn ja? Du mich weiterlässt, dann ja. Oh, sie will unbedingt weiter. Mein Gott. Übrigens, Tats, wer jetzt auf den Himmel gefallen bist? Warte, nochmal. Also du sagst mir nicht, was das ist, es sei denn, ich lasse dich weiter. Ich würde es dir auch so sagen, wenn du mich nicht weiterlässt, aber es wäre cool, wenn ich weiterkommen würde. Ja, also sagst du mir jetzt? Okay, ich erkläre es dir. Pass auf, du isst diese Gummibärchen, dann machst du eine spannende Maske, du klebst mit dieser Knete. Und diese Kerze machst du an. Also die Kerze machst du hiermit an. Guck, was drauf steht. Was? Donut Forget Me? Ja. Ah. Verstehe ich nicht. Also, ich esse das. Du isst die Gummibärchen. Dann mach ich eine Maske. Dann machst du eine spannende Maske, dann hast du was in der Hand. Dann machst du mit dieser Feuerzeug eine Kerze an. Aber ich, was ist und das auf dieser Kerze steht, dass ich dich nicht vergessen soll. Ja, ich verstehe schon. Ja. Ich wollte dich nicht vergessen. Aber warum muss ich kneten dabei? Du musst nicht, du kannst. Ich glaube, sie will ein bisschen zu viel, oder? Kennt ihr Rose von Two and a Half Men, diese Stalkerin? Ja, oh mein Gott, was ist ja, los? Ja. Du bist ein guter Mann. Ich catch da diese Vibes. Ich merke das doch. Ich würde dich rausworten an der Stelle, weil das... Okay. Oh, das wird sie brechen! Das wird sie brechen. Weil mir das war ein bisschen zu chaotisch war. Okay, ich bin immer so chaotisch, aber ich kann auch anders. Du warst auch ein bisschen zu forceful am Anfang, dass du gesagt hast, du musst mich weiter, sag mir, was ich tun soll. Sag mir, was ich tun soll. Aber bitte gib mir doch eine Chance. Sag ich dir später. Sagst du mir später? Spaß. Ich mach auch nur Spaß, nein. Alles cool. Nee, aber trotzdem vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, das kein war mir Ding. Ein bisschen too much. Trotzdem, hab mich gefreut. Ja. Vielleicht kannst du mir trotzdem privat einen Sushi-Laden sagen. Ja, kann ich dir gleich sagen. Schreib mir. Gerne. Hallo, ich bin Feli. Ich komme aus dem wunderschönen, einzigartigen, atemberaubenden Frankfurt am Main. Wäre krass, wenn dieses Haftbefehl auf der Ukulele spielt. Und ich habe hier das erste Mal meine Ukulele ausgeführt aus meiner Wohnung. Und wenn du mich weiter votest, spiele ich dir ein Ständchen in der zweiten Runde. Warum knüpft ihr das eine Mal an das andere? Spiel doch einfach was vor, das ist doch viel schöner. Wir haben nur 30 Sekunden. Kann man nicht schnell was spielen? Ich will sie. Du bist jetzt schon weiter. I was scared of dentists and the dark. Was? Digga, sicher Stimme, aber überkrasse Stimme. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Digga, was? Ich geh jetzt raus und hol sie mir. You're the magicians, this was deep in their tree. Ja, bis weiter. Danke. War schön, war sehr, sehr schön. Dankeschön. Sehr, sehr cute. Bis weiter. Absolut. Toll. Bis jetzt am besten. Super drauf. Top. Das musst du nicht machen, aber es war gut. Hi. Hi, ich bin Amai, 26. Ich komme aus Berlin und ich habe einen Pseudo-Anmachspruch. Ja. Meine Lieblingsfarbe ist rot, deine ist blau und wir können zusammen lila sein. Einfach ein Pseudo-Anmachspruch, sondern ein vollständiger Anmachspruch. Ja, okay, also okay, fair. Ist doch absolut fein. Ich hab noch was dabei. So. Ja? Ich krieg einen Babyhund und ich wollte ihn dir zeigen. Nein. Doch. Wann? In einem Monat. Adoptiert oder geshoppt? It's like in between. Nee, ich glaube dann nicht. Ich glaube, in between heißt geshoppt, oder? Süß. It's cute. Ich glaube, ich mute dich raus, aber es tut mir so leid. It's fine. Du bist total toll, du bist total charmant, du bist total klasse. Aber ich habe es nicht so ganz gespürt. Da war der Vibe nicht. Er ist wirklich mit Gefühl noch hier, ne? Oh, wie unnötig. Er ist gerade noch. Guten Appetit. Hi. Hi, ich bin Noreen, ich bin 22 und ich würde dir gerne jede Nacht ein Schlaflied singen. Das ist so cute. Oh mein Gott. Ja, das klingt ganz hervorragend. Ich bin ein großer Fan von Schlaflieder. Nein, ich bin ein großer Fan von Miteinander. Also. Parallel, ja. Simultan. Wir können auch miteinander schlafen. Schlaflieder. Wir können auch. Bro. Hey. Ich meine, also nebeneinander schlafen. Ja? Also, dass man nicht alleine im Bett ist beim Schlafen. Das wollte ich sagen. Ja. Bist du lieber das große Löffelchen oder das kleine Löffelchen? Ich bin gerne der kleine Löffel. Ja, das verstehe ich aber auch. Er will der kleine Löffel sein, das verstehe ich. Ja, okay, dann haben wir einen Plan. Dann bist du weiter. Perfekt, danke schön. Die war süß. Ich meine, Zucker. Hi, ich bin Maya, ich bin 18 Jahre alt und es gibt zwei Dinge. Erstmal, ich kann Klavier spielen und wir könnten vielleicht zusammen Klavier spielen, weil Musik ist ja die Sprache der Liebe. Oh, sie ist süß! Sie ist 18 und hat so einen Riss? Ja, das stimmt, das können wir machen. Was machst du da? Machst du da Abi oder? Ich habe Abitur jetzt fertig gemacht und ich mache Restauration als Studium nächstes Jahr. Restauration. Ich gucke mir manchmal zum Einschlafen an. Also ich gucke mir manchmal so Videos an, wo Leute so ein Bild irgendwie fresh machen oder irgendwie so eine alte Kaffeemühle. Ja, genau, oder sowas ist das. Das Ding ist, du bist so charmant, du bist total toll. Aber du
bist mir zu jung. Ja. Du bist 18. Ist okay. Deswegen, aber du bist total toll, so wie du bist. Und ja, aber ich muss dich leider noch rausholen. Ja, ist okay. Dankeschön. Okay. Ja, ja, ist doch die richtige Entscheidung. Das ist die richtige Entscheidung. Also, das ist quatschig. Alles ist nur quatschig. So etwas. Ich sag immer, alles unter 46 ist Quatsch, oder? Nee. Nee? Hi, ich bin Yassi und ich muss zugeben, ich wusste bis dato gar nicht, was genau 15 gegen Rezo ist. Ich dachte, das ist irgendwie Schlag den Star oder so. Das ist so, wir machen jetzt hier Games oder so? Nee, ein bisschen auch sportlich, keine Ahnung. Bist du sportlich? Ja, sehr. Ja, deswegen hast du dich darauf gefreut, Sport zu machen? Schon ein bisschen, ja. Ich verstehe. Und ich tanze voll gern. Du tanzt sogar gern? Du würdest gern schaffen. Hä, wie cool ist das denn? Hey, ich wollte immer mal, ich wollte mir das immer mal drauf schaffen, aber ich kann das einfach nicht. Aber wir können einfach raven gehen. Dann kannst du besser tanzen als ich, aber ist egal, wir haben beide Spaß. Ja, ist natürlich besser aus. Nee, finde ich gut. Als Kleiner bist du weiter. Echt cool. Ja. Oh, danke. Sie ist weiter. Sie ist weiter. Ja, Digga, sie war super. Ja, sie war super. Sie kommt her und denkt, das ist hier Schlag den Raab, Alter. Hi, ich bin Nicole, 25 Jahre jung und normalerweise kriege ich einen 10-Punkte-Applaus, wenn ich auf der Bühne stehe beim Poetry Slam, aber heute gebührt er dir. Oh, rhetorisch ist sie stark. Das heißt, du schreibst eigene Texte und genau. Dann gehst du auf Bühnen und präsentierst das. Ja, ich kann auch kurz was vortragen aus meinem Möchtest Fest. Du? Klar. Ist das, okay, mach. Das könnte es cringe oder geil werden. Zwischen Umzugskartons und vollen Tüten habe ich beschlossen, das Slam zu üben. Bin gerade im Aufbruch, Sommerpause bald vorbei. Und bin unter Druck, denn bald beginnt wieder das Poesie einmal eins. Und so weiter und so fort. Sie schreibt Kollegas Texte, 100 pro Ghostwriter, ja, Kollege. Ja. Hä, das ist voll cool. Danke. Okay, dann bist du weiter, damit ich noch was über dich kennenlerne. Du bist weiter, dann lerne ich was kennen. Kriegen wir hin. Richtig süß. Hi. Viel mehr awkward, als ich mir das vorgestellt habe. Ja, ne? Sehr awkward. Ganz schön. Hi, ich bin Kadi. Ich komme von irgendwoher gerade, von überall, reise schon seit Ewigkeiten. Ich habe dir ein Gedicht vorbereitet. Ein Gedicht? Really? Pass auf. Rosen sind rot, deine Haare sind blau. Ja, lol, ey, wow. Klasse. Das war ein hervorragendes Gedicht. Woran liegt es, dass du nicht, hast du kein Zuhause? Was meinst du, du reist viel? Ja, genau, vor 2 Jahren habe ich entschieden, ich will kein Zuhause mehr haben, habe meine ganzen Sachen gespendet. Du bist einfach 8-Kilo-Koffer jetzt gepackt nur noch und da sind alles drin, was ich besitze nur noch. Und seitdem reise ich die ganze Zeit beruflich dann auch viel. Die will einfach mietfrei bei dem wohnen, das sehe ich sofort. Meinst du, das sehe ich, ja. Couchsurfer, das sehe ich. Couchsurfer. Das sehe ich sofort. Ey, das finde ich super, super krass, aber wir passen da nicht zusammen, weil ich bin kein Mensch, der viel hin und her springt. Ich bin sehr viel zu Hause Mensch. Ich bin so im Office und bei mir zu Hause und das ist sehr, sehr viel. Deswegen, verstehe ich. Aber vielen Dank, dass du da warst. Hi. Hi. Ich bin Marie, ich bin 18 und ich komme aus Bornheim. Bevor du mich rauswortest, ich bin reifer, als du denkst. Was meinst du damit? Ich weiß, das sagen alle 18-Jährigen. Was machst du gerade? Gehst du zur Schule oder? Ich gehe nicht mehr zur Schule. Ich war jetzt seit Januar beurlaubt, weil ich habe ein Kind zu Hause. Nee. Ach, wie krass. Ich starte jetzt nächsten Monat mein FSJ im Krankenhaus. Cool. Und dann nächstes Jahr meine Ausbildung. Ey, das klingt sehr, sehr awesome, aber 18 ist halt so schon sehr jung, deswegen, aber total toll, dass du da warst. Du bist total sweet und ja. Er hat sich einfach rausgebautet, Junge. Er ist kalt geworden, Mann. Ja, das geht doch. Hi. Hi. Ich bin Anna. Ich habe dir was mitgebracht. Ein Phase 10-Spiel. Ach, crazy. Mein Lieblingsspiel. Hey, ich habe das auch schon mal gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ja, und ich habe gehofft, du kennst das und lässt mich auch in die nächste Phase. Oh. Okay, stark. Oh. Actually stark. Der Phase 10-Risk, krass. Ah, Phase. Jetzt ralle ich den Joke. Ja, sehr, sehr gut. Ey, du bist total charmant, aber ich habe den Funken nicht ganz gefühlt. Okay, nicht schlimm. Und deswegen, alles gut. Aber vielen Dank, dass du am Start warst. Hi, ich bin Claudia. Magst du mal ein Stück näher kommen? Wow! Ja, klar. Kriegst du's hin? Burger King. Hä? Ich wollte dich nur kurz zu meinem König krönen. Okay, das ist aufgegangen. Ist aufgegangen, ja. Oh, die ist kaputt gegangen. Nein! Oh. Aber es war sehr süß. Du hast ein Tattoo am Rücken. Ja. Hast du sonst noch welche? Ja, ich habe noch eins hier hinterm Ohr. Hä, hey, voll cool. Voll nice. Jetzt kannst du mir deinen Namen nochmal sagen. Ich habe dich bestimmt. Claudia. Claudia. Und was machst du? Ich bin Fotografin und Webdesignerin. Ach, also, cool. Ich habe mich selbstständig gemacht. Aber ich arbeite nebenher noch im Motorradladen. Hey, krass, das heißt, du hast wirklich, also du bist schon selbstständig. Ja, genau. In deinen wahrscheinlich jungen Jahren, denn du bist? 20. Okay, nee, dann bist du weiter. Ich finde dich awesome. Okay, danke schön. Ja, nice. Hallo, das ist die letzte, die weiter ist. Sorry. Oh, tolle Frau. Ja, die war nice. Super. Serkan ist mein Girl. Serkan ist mein Girl. Serkan ist mein Girl. Ich habe Autismus, ich kann das nicht. Okay.
Oh, jetzt kommt die letzte und er muss Nein sagen. Hi. Hi, ich bin Lina. Ich habe nichts vorbereitet. Ich bin eigentlich nur hier, weil ich ein bisschen Freizeit habe jetzt im Sommer. Ich habe nichts vorbereitet. Aber cooles Shirt. Danke, ich gehe gerne auf Metal-Konzerte, ich spiele Gitarre. Das mache ich auch gerne. Ja, das ist jetzt ein ganz unangenehmer Talk hier, weil wir wissen beide, wie das ausgeht. Ja, ich weiß. Wenn du es unangenehm findest, ich finde es nicht unangenehm. Ich finde es lustig. Aber war schön, dass wir uns noch unterhalten konnten. Fand ich auch schön. Und dann muss ich dich leider ja rausvoten, aber schön, dass du da warst. Danke. Gut gemacht, auf anfänglichen Schwierigkeiten. Ich kann das nicht. Das tut so weh, Leute rauszuworten. Wirklich, Rezo, das tut wirklich ist das weh. Format. Aber Rezo, du hast es sehr gut gemacht. Und ich bin der Meinung, dass du heute hier mit einem absoluten Traumdate nach Hause gehst. Denke ich auch. Weitermachen! Hast du einen Favoriten bis jetzt schon im Kopf? Nee, überhaupt nicht. Okay. Rezo hat nun 9 Frauen in die zweite Runde gewählt, die jetzt auf einem Rollerdate genauer kennenlernen darf. 3 davon nimmt er mit ins Finale. Ins Bett. Hi. Hi, ich wurde geforst, dass ich hier draufsitzen soll. Ich glaube, von dir wird erwartet, dass du dich hier draufsetzt. Ja, ich bin ja auch klein und leicht. Soll ich irgendwie helfen? Geht das so? Nee, warte, ich muss... Soll ich so einfach bleiben? Körperkontakt. Okay. Guck mal. Ich bin noch nie Roller gefahren. Oh nee, ich dachte, wir fahren jetzt irgendwie durch Thailand oder so. Aber ich dachte, du hältst dich jetzt fest. Ja. Oh, shit. Bisschen tiefer. Was machst du denn gern zum Entspannen? Ich zock manchmal. So. Und du, was machst du zum Entspannen? Ich gehe zum Sport ziemlich oft, so 4-mal die Woche. 4-mal die Woche Sport? Ja. Ey, das schaffe ich nicht. Das ist mein Ziel, das schaffe ich nicht. Wie lange machst du dann so eine Session? So 1,5 Stunden. Crazy, Alter. 4-mal kriegst du hin. Ja. Du bist ein bisschen Tier. Ja, ein fit. Kleines Tier. Ein kleines Tier, ich verstehe schon. Okay, ey, du bist total awesome. Mhm. Ich kann das nicht. 3 von 9, ne? Nee, dann bist du nicht weiter. So, jetzt hab ich eine Entscheidung getroffen. Krass, weil meine Schwester hat mal so einen YouTuber genauso observiert. Warte mal. Tom? Hi. Hi. Alter, ich habe mir dieses Setting nicht ausgesucht. Aber ne? Weißt du was? Ja. Wir haben eben über das Löffeln geredet. Wir können schon mal ausprobieren, ob das für ja, gerne. Cool. Aber dann bin ich ja der kleine Löffel. Du mochtest doch den kleinen Löffel. Ich mag den kleinen Löffel, ja. Wie geht's dir? Ganz gut, wie geht's dir? Mir geht's auch sehr, sehr gut. Ist ein bisschen stressig? Du wirkst ein bisschen gestresst. Es geht. Jetzt geht's mir gut. Ja? Nee, es ist wirklich sehr entspannt jetzt gerade. Doch, wirklich. Okay, das freut mich. Seine Hand an ihrem Knie. Ja. Guck mal, er hat so viel Bock. Ich schwitze extrem stark. Vielleicht ist ja auch meine Anwesenheit ein bisschen entspannt. Deine Anwesenheit ist definitiv ein bisschen entspannter. Ja. Das freut mich. Das ist wirklich schön. Der ist richtig geil auf die. Richtig geil, das sehe ich. Mike. Ja, ey, nee, kleiner Löffel von dir zu sein, fühlt sich gut an. Ja? Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Okay, das freut mich. Ja, dann bist du weiter. Dann ist jetzt eigentlich schon alles okay. Klar. Alles perfekt. Klar. Er hat sie weitergeschickt. Ja, sag ich doch. Aber sie hat mega. Das mega sexy ja, gemacht. Ja, ja, quick and dirty. Du bist auch nicht gezwungen, hier drauf zu kommen, ne? Ich würde aber gerne. Ja, mach das. Ja. Okay, dann ich werde mein Bestes geben. Wegen deines... wegen meinem Kleid. Genau. Okay. Das wird schwierig mit dem Kleid. Weißt du, ich kann mich so seitlich draufsetzen. Ach so, das geht natürlich auch. Ja, ich bin super oft schon Roller gefahren. Ja? Ja, gerade so im Urlaub. Ich finde das auch eine super schöne Date-Idee. Das könnten wir eigentlich mal zusammen machen, oder? Wirklich, es ist so schön. Einfach sich so einen Roller mieten. Aber kannst du einen Roller fahren? Nein, das würde ich mich niemals trauen, wirklich. Das heißt, ich muss Roller fahren üben, damit du da hinten drauf sitzen kannst. Ja, ich bin so eine perfekte Beifahrerprinzessin. Ja, okay, aber das ist wirklich so angenehm und dann es ist super heiß draußen, aber dann kommt dieser Fahrtwind und so und dann liegt man da so zusammen. Oh mein Gott. Let her cook, baby, let her cook. Und fährt und sieht so wunderschöne Orte. Das könnte mir richtig gut dir vorstellen. Okay, ja, ich verstehe das schon. Ich werde das lernen, ich werde das üben und dann kriegen wir das hin. Nee, alles klar, dann bist du weiter, dann machen wir das. Super. Danke dir, Rezo. Er hat sie rausgeschickt? Nein, sie ist weiter. Echt? Aber er darf noch eine jetzt, ne? Aber dann habe ich jetzt schon 2 von 3 weiter, ne? Hi. Hi. Ich glaube, ich komme mal von der Seite. Du kannst auch gerne von der Seite kommen. Weil ich glaube, ich kann mich nicht ganz draufsetzen. Ja. Geht das so? Sollen wir so machen? Ich glaube, so passt. So in Ordnung? Ja. Also können wir uns unterhalten. Ich glaube schon. Ich will als erstes sagen, ich spiele leider kein Instrument. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Ich habe mal Gitarre gespielt und ich würde auch mit Bass anfangen. Ich finde diesen Trend jetzt mit diesen Mustern, was sie hat, finde ich nicht so schön. Tatsächlich. Mit dem Olivenzweig? Ja. Aber Hammer, ja. Niemand hat danach gefragt. Aber ich mache auch gerne Sport, also da könnten wir auf jeden Fall so einen Nenner finden. Kann dir auch einen Ernährungsplan schreiben. Ich Ja, gut, dass du mich erinnerst. Das Ding ist, ich kann mich doch nicht mehr erinnern. Sind ja auch mega viele hübsche Mädels, kann ich verstehen. Ja. Ey, du bist total krass, ne? Ich kann das verstehen, es sind noch voll viele Mädels, die willst du auch alle treffen. Ja, das ist das Ding. Nein, immer dieses so, du bist wirklich eine tolle Frau, jedoch. Und wenn ich meine Proteine nicht ordentlich esse, dann steht dich da. Dann sagst du Proteine. Alles klar. Machen wir so. Okay. Weißt du, was mein erster Gedanke war? Was? Eigentlich will ich mich da gern draufstellen, aber... Draufstellen? Ja. Willst du? Zeig. Du fällst hin, ne? Aber du musst es halten. Ja, wie soll ich das halten?
Aber ich dachte, wir sitzen da zusammen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was macht sie? Setz dich lieber hin. Setz dich lieber hin, sonst stirbst du. Nein. Ja. Warte, ich setz mich hin und du setz dich hin. Und ich willst stehe. Du dich? Wie cool ist die Farbe? Willst du so stehen? Ey, du. Lieber nicht. Merkst du das? Du bist crazy drauf. Okay. Aber er ist ein bisschen touchy auch. Ja, ja, ja. Ist ein bisschen touchy unterwegs. Nein, Schulter, ist so. Die Schulter. Der weiß, wie man's macht. Ja, ja, safe. Aber du musst mir noch was zeigen. Was soll ich da zeigen? Wie kann ich 5 Sterne bei Mobilfuß geben? Ich kapier's nicht. Hä? Hast du dein Handy dabei? Ja, was liegt auf der Bank. Weißt du, was jetzt das Traurige ist? Mhm. Ich muss dich leider rausboten, weil du hast Hobbylos keine 5 Sterne gegeben. Oh mein Gott. Shame on me. Ja, das geht leider gar nicht. Ich kann mich nur in meinem Leben mit Leuten umgeben, die 5 Sterne gegeben haben für Hobbylos. Verstehe ich, ja. Hello there. Lilly, ne? Feli. Aber okay. Sieh es mir nach. Okay, warte. Ich versuche ja auch irgendwann mal rauszukommen. Geht das? Ich halte mich irgendwie an dir fest. Geht das? Geht das? Aber random question, die ich dir stellen wollte. Was ist dein Lieblingsmöbelstück? Ich glaube, actually die Couch, ne? Das ist schon schön, das ist schon was Schönes, eine Couch haben. Ich habe so eine schöne Eckcouch, so, die kann ich so ausziehen. Dann ist da noch so eine ganz große Liegefläche, da kann man dann schlafen. Er hat gar keine Relation zu ihr. Er hat sie nicht einmal angefasst bis jetzt. Ja, das stimmt. Actually true, ja. Was ist dein Lieblingsmöbelstück? Mein Lieblingsmöbelstück ist der Kratzbaum für meinen Kater. Ich habe so einen richtig fetten, schwarzen Kater, er ist Chonk, weil Chonk bedeutet fett. Tja, der hat 1000 Euro gekostet, aber anyways. Ich habe Hobbylos nicht mit 5 Sternen bewertet, das macht es dir einfacher. Ey, aber du bist wirklich klasse, du bist super, Feli. Feli. Aber ja, dann bot ich dich jetzt raus. Aber danke dir. Danke, dass du dabei warst. Gerne, gerne. Er leidet mehr, als er Spaß hat bei dem Format. Das ist schön. Hi. Hi. Willst du dich draufsetzen? Oder ja. Die ist gut. Geht das? Darf ich mich halten? Ja, ja. Halt dich erst fest. Geht das? Ja. So? Ja. Ach, du hältst dich direkt hier fest? Ja. Nee, das ist okay. Das darfst du gerne machen. Okay. Das darfst du gerne. Er hat die Hand so doll drauf, Digga. Du wolltest nicht zu nah treten. Nein, du trittst mir nicht zu nah. Das darfst du gerne machen. Okay, super. Das darfst du gerne machen. Digga, was? Wusch. Wie war nochmal dein Name? Claudia. Claudia, natürlich. Natürlich, weiß ich nicht. Ja, ich einen schlechten Namen. Ich kann aus Partys Namen nicht mehr. Wenn jemand kommt, same. Ich vorstelle, direkt danach weg. Es ist direkt danach weg. Und du machst noch. Ich bin selbstständig. Selbstständig Fotografie. Und Webdesign. Und Webdesign, aber nebenher arbeitest du im Motorradladen. Motorrad, ja, Leute. Genau. Das heißt, du kennst doch Maschinen. Ja. Das heißt, theoretisch könnten wir auf so ein Date gehen, wo du fährst und ich mich einfach hinten festhalte. Das würde gehen. Ja. Das könnten wir machen. Ja. Ja, okay, dann bist du weiter, dann lass uns das machen. Okay, super, freut mich. Jetzt kommt die blauhaarige Dame. Ich habe jetzt schon 3 weitergemacht. Oh, die blauhaarige ist raus. Er hat's nicht gecheckt. Hey, Bro, er ist so dumm. Er checkt's nicht. Er ist so dumm. Predictable, er hat seine eigene Schwester rausgebaut. Er ist dumm. Du bist ein Touchy, Wiesel! Du kommst immer rein und sagst, ich kann das nicht. Ich hab das Gefühl, du wurdest öfters verführt. Ja. Mit den Blicken und dann musst komplett, dann hast du... Ist wirklich, krass, ne? Die zweite Dame, wo du ja gesagt hast, sie hat dich richtig auch so und da warst du schon so. Du hast gemerkt... Das war nicht meine Entscheidung. Körpergonzalo. Ja, ja, ja. Und dein Gehirn hat gesagt, Dopamin, ich nehme sie. Ja, ja, ja. Weißt ja, du, was ich meine? Ja, ja. 3 wundervolle Frauen haben es nun in die letzte Runde geschafft. Sie dürfen sich zusammen mit Rezo ins Bett begeben, um herauszufinden, wer nun Rezos Traumfrau ist. Es tut mir doch so leid, Girl, ich würde alles tun, dass du mir verzeihst. Hallo. Hi. Ja, das Setting ist jetzt Bett. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ich hoffe, du bist bereit für dein Gute-Nacht-Lied. Oh ja, gerne, wenn du es möchtest. Du kannst dich auch anlehnen. Ja, das fühlt sich ganz gut an. Ja, fühlt sich gut an. Dann entspann dich und ich singe dir ein Lied vor. Okay, ich bin ganz entspannt. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's soul. And should the sky be filled with fire and smoke. Hey, du kannst voll gut singen. Boah. Können wir jetzt nochmal das einblenden, was wir gerade gesungen haben? Girl, ich würde alles tun, dass du mir verzeihst. Du warst gerade ein bisschen aufgeregt, kann das sein? Oh, das ist aufgeregt. Ja, voll, man hat es richtig gemerkt. Ich habe so eine Herzrasen, glaube ich. Aber alles gut, alles entspannt. Das hätte man sich an der Stelle wie beim Rabattaktion sparen können. Oh mein Gott, ich muss reinschneiden. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Also, es fühlt sich ganz entspannt an in deinen Armen. Ja? Das ist ja schon mal ein Vorteil. Das ist ja schon musst du, gut. Aber du musst es sagen, ob ich mich auch gut in deinen Arm anfühle. Ja, schon, ne? Digga, sie macht das gut so. Ja, yeah, safe. Ey, wieso kuscheln wir Jungs an? Nimm deinen Ellbogen aus meinem Schloch. Du musst selber für dich entscheiden, ob sich das richtig anfühlt. Meine Anwesenheit, mein Gesang. Abends, wenn du in deinem Bett liegst und ich neben dir dich löffel und dir ein Lied vorsinge und du dir vorstellen kannst, wie du einfach einschläfst. Aber sind hier in einem Disney-Film. Digga, what the fuck, da ist eine richtige Romanze am Start. Das ist schon eine schöne Vorstellung.
Das ist schon wirklich eine sehr romantische, schöne Vorstellung, das stimmt. Okay, ey, ich kann noch ganz, ganz lange weiter mit dir hier so liegen, aber wir müssen in die nächste Runde. Deswegen, Ich verlasse dich dann. Ja. Seine Hormone machen, die tanzen Tango mit ihm. La Cucaracha, la Cucaracha. Hallo Reeves, so, ich bin wieder da. Hi. Hast du mich vermisst? Ja, Idona war der Name. Ja, genau, das ist sogar gemerkt. Welchen Film würdest du gucken bei so einem Netflix und Chill Date? Ich finde bei einem Netflix und Chill Date, also kommst du mit Horrorfilmen klar? Wenn du mich beschützt, dann schon. Genau, deshalb ja. Ich schaue richtig gerne allgemein mit Freunden zusammen Film schaue. Das wandelnde Schloss, kennst du den Film? Nee. Das ist ein Anime-Film und das ist immer so meine Feuerprobe, weil wenn die Leute den Film nicht checken, dann weiß ich schon, er war bestimmt nicht. Das heißt, eigentlich ist das der Film so. Den müssen wir gucken beim ersten Date. Und ich glaube, dass du den verstehen wirst. Das ist schön, dass du mir das zutraust. Na, ich glaube, wir werden uns sehr gut verstehen. Ich fühle mich auch sehr wohl bei dir. Fühlst du dich auch wohl bei mir? Ich fühle mich sehr, sehr wohl bei dir. Ich glaube, es wird passieren bei den beiden. Ja. Ich glaube, es wird passieren. Okay, das heißt, wir haben einen Plan fürs erste Date praktisch. Ja. Wir gucken das verlorene Schloss. Das wandelnde Schloss. Ja, ja. Dann wirst du sehen, ob ich ihn verstehe oder nicht. Ich hoffe doch. Dann hast du die Entscheidung schon getroffen. Okay. Super, ich freue mich, Rizzo. Ah, alles klar. Hi. Hi. Ey, setz dich. Soll ich meinen Arm so machen? Ich will nicht aufdringlich sein. Nein, alles gut. Okay, hey, du bist voll warm. Also wirklich, deine Körpertemperatur ist hoch. Also ich meine es rein faktisch als Feststellung. Das ist normal bei mir. Ist es so? Ja. Ist gut. Eine Heizung. Ist nicht schlecht, gell? Ist gut, ja. Vor allem im Winter. Ja. Ist es weird für dich jetzt gerade hier, so die Bettsituation? Also bisschen. Ein bisschen. Aber nicht wegen dir, sondern wegen der Situation. Weil so viele Leute zugucken. Ja. Weißt du, was ich an dir cool finde? Hm? Du kannst Augenkontakt halten. Ganz viele Leute können den Augenkontakt nicht halten. So, vor allem, wenn man so nah ist, dann gucken die so kurz und dann gucken wir weg und dann gucken die kurz. Weißt du, das finde ich anstrengend, wenn Leute wegschauen. Ja, das stimmt. Das kann ich verstehen. Was wäre denn deine Vorstellung fürs erste Date, was wir hätten? Ich mag ganz einfache Sachen. So, dass wir auf den Berg hochfahren und dann zusammen je nach Jahreszeit irgendwas zu trinken und dann so einen Snack und dann einfach reden. Ja, das klingt total schön noch, ja. Und bei dir? Ja, keine Vorstellung. Weiß ich nicht, ich habe nicht so viele Dates. Ja, die sind meistens auch relativ simpel. Ja, gut, dann sind wir fertig, ne? Also, okay, super. Ja, ich danke dir, dass du. Weiß ich nicht. Wir müssen. Ja, schön, dass gleich. Du gerade da bist. Gleich. Du hast dich jetzt. Es waren heute 19 Frauen, oder? 17, nicht 15, das ist Wahnsinn. Mhm. Das hatten wir noch nie. Es hätten noch 45 sein können oder 100, weil sich so viele gemeldet haben. Du hast dich jetzt viel mit Leuten unterhalten, hast dich für 3 Leute jetzt am Ende entschieden. Es ist dir nicht leicht gefallen, weil alles wunderbar sind und alle wunderschön. Wahnsinn. Na, alle 17, ne? Alle 17 sind wahnsinnig charmant. Ja. Alle 17 sind wahnsinnig charmant. Wirklich. Das war wirklich toll, dass ihr alle am Start seid. Sollen wir sie kurz reinrufen? Ja, sehr gerne. Okay, dann kommen die 3 Finalistinnen gerne mal zu uns rein. Einen großen Applaus. Es wird jetzt Folgendes passieren. Wir werden jetzt einfach aus dem Bett gehen. Ihr legt euch ins Bett, schmeißt die Decke drüber, fahren euch in einen anderen Raum und dann entscheidet dich. Ihr seid alle ganz, 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 ganz wunderbar. Wirklich, wirklich ganz, 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 ganz wunderbar. Ich habe mich entschieden für Claudia. Hey! Hey! Jungs, wir müssen das Feld räumen. Das war's von dieser wunderschönen Folge von 17. 17 versus Rizzo. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, checkt den Link in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne dabei sein. Und die beiden machen noch ihr Ding. Haut da rein. Alle Leute sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Außer Zabax, das Stück Scheiße. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.